Mit dieser Eilmeldung geht es bei uns weiter. Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens 9 Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Diese Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission vor wenigen Augenblicken mitgeteilt hat. Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen, was aber als so gut wie ausgeschlossen gilt, da die Regelung laut Kommissionssprecher mit den Staaten abgestimmt wurde.